Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Ja, tatsächlich habe ich den Namen jetzt doch beibehalten. Es war ja eine sehr lange Pause und ich habe ja jetzt wieder angefangen, ein paar Sachen euch vorzustellen. In den letzten Folgen war es ja dann oft weniger EdgeTX und OpenTX als irgendwelche andere Technik, aber trotzdem, der Name, der ist da und den lasse ich jetzt einfach mal dabei. Ja, ich hatte in einer Folge vor ein paar Wochen schon mal ein Thema erwähnt, auf das ich heute ein bisschen ausführlicher eingehen möchte. Und das ist ELRS. ELRS. Es ist die Frage, was verbirgt sich dahinter und warum könnte das für uns Schiffsmodellbauer oder, sage ich mal allgemein, Funktionsmodellbauer auch interessant sein, denn die meisten werden das von euch aus der Ecke der Drohnenpiloten kennen, die das ja heutzutage sehr gerne einsetzen. Ja, was heißt das, was ist das und wozu kann ich das gebrauchen? Ja, ELRS, also ausgesprochen heißt das Express LRS oder eben Express Long Range System. Und der Name ist eigentlich Programm. Ja, und warum, will ich erklären. Ja, ELRS ist eigentlich ja, ein neuer Standard, kann man nicht unbedingt sagen, aber doch ein neues Kind in diesem ganzen Zoo von RC-Funkverbindungsmöglichkeiten. Und diese Technik beruht auf einer Funktechnik, die einfach nur LoRa heißt. Und das wiederum bedeutet einfach nur Long-Range-Funkverbindung. Das ist ein eingetragener Markenname von der Firma Semtech, die das ursprünglich mal erfunden hat. Und zwar eigentlich mit dem Fokus IoT, das Internet of Things, das sind also so kleine Geräte, die irgendwo in der Umwelt herumstehen und irgendwelche Sensorikaufgaben meistens erfüllen. Ich kenne das zum Beispiel aus meinem eigenen Ort, da fließt ein kleines Flüsschen durch und da haben wir dann solche Wasserstandsmelder, damit also dann eine sehr genaue Überschwemmungsprognose gegeben werden kann, wenn die Flutwelle sozusagen sich über den Flusslauf verteilt. Und das wiederum basiert auf LoRa, besser gesagt auf LoRaWAN, also einem Wide Area Network, was auf dem LoRa-Funkstandard basiert. Der LoRa-Funkstandard ist deswegen interessant, weil man damit mit sehr geringen Leistungen eine sehr große Entfernung überbrücken kann. Will also heißen, die Empfänger von LoRa, die sind sehr empfindlich und sie verwenden eine besondere Technik, die hauptsächlich auf digitaler Signalverarbeitung beruht. Damit ist es möglich, Signale zu empfangen, die also gewissermaßen unter dem Rauschpegel liegen. Aber durch entsprechende Tricks und Kniffe, auf die will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, ist auch sehr schwer verständlich, schafft man es dann trotzdem, eine zuverlässige Funkverbindung herzustellen. Ja, und diese LoRa-Technik, die ist also dann jetzt adaptiert worden von findigen Menschen, um sie für den Modellbau einzusetzen. Und das kennen wir ja im Modellbau, da haben wir also hier unseren Sender. Und wir haben unseren Empfänger. Und dazwischen durch die Luft besteht also eine Funkverbindung. Obwohl diese Begriffszuschreibung Sender und Empfänger, die stimmt natürlich heute gar nicht mehr. Wir verwenden sie natürlich, wohl wissend, dass in unserem Sender oder sagen wir besser in unserem Handgerät, also so etwas wie hier beispielsweise die Radio Master, dass in diesem Handgerät ein Sendemodul drinne sitzt. Das will ich hier mal andeuten. Das ist also ein HF
Modul drin. Und auch beim Empfänger würde ich sagen, machen wir das Gleiche, obwohl es da nicht so sichtbar ist. Wir haben also einen Empfänger, der uns hier vielleicht irgendwelche PWM-Ausgänge für Servos liefert. Und da drin könnte man sagen, ist heutzutage auch ein kleines HF-Modul verborgen, was ja, für die HF-Kommunikation dient. Und wir wissen alle, dass wir es heutzutage gewohnt sind, nicht nur Steuerdaten vom Sender zum Empfänger zu transportieren, sondern wir wissen alle, es geht auch rückwärts. Die Telemetriedaten werden zurück übertragen und sollen natürlich idealerweise auch dieselbe Reichweite haben wie die andere Richtung. Also man kann eigentlich nicht mehr von Sender und Empfänger sprechen, tun wir aber trotzdem. Mit Sender meinen wir das Handgerät und mit Empfänger meinen wir das Ding, was im Modell verbaut ist. Aber wie gesagt, es geht ja bidirektional hin und her. Ja, gut, Modul habe ich angesprochen, dieses ELRS, das können wir heutzutage, oder das kommt daher in vielen Fällen wie ein ganz normales Modul, was wir in unseren typischen Standard JR-Schacht einstecken können. Man erkennt es meistens an dieser etwas anders geformten Dipolantenne, die da dran ist. Genau, aber das gibt es wie gesagt im Standard JR-Modulschachtdesign. Es gibt es aber auch im Mini-Modulschachtdesign. Oder, erzähle ich gleich noch. Ja, genau. Das erstmal ganz grob. Also, wir sind es ja gewohnt, dass unsere heutigen Sender mit so einem Modulschacht ausgestattet sind. Da können wir also das entsprechend einstecken. Genau. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann auch die Möglichkeit, ganz normal aussehende Empfänger zu benutzen. Ja, das ist ein etwas, sagen wir mal, hochwertiger Empfänger mit einer Diversity-Antenne. Aber das muss gar nicht sein. Und dieser Empfänger hat also auch hier 10, nee, stimmt gar nicht, sind nur 8 8 PWM-Ausgänge für Servos und hat noch ein paar zusätzliche Schnittstellen. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Dieser Empfänger hat auch noch eine Möglichkeit, die Akkuspannung direkt hier zu messen. Genau, also Telemetriedaten ist natürlich auch möglich mit ELRS. Ja, was soll das jetzt mit ELS? Warum brauchen wir ELS? Oder, naja, brauchen ist zu viel gesagt, aber warum könnte das interessant sein, auch für Funktionsmodellbauer? Das Schöne an diesem Funkstandard LoRa ist, dass man sich gewissermaßen aussuchen kann, was möchte man machen. Klar, man kann sehr große Reichweiten erzielen, bis 50 Kilometer, unter guten Bedingungen vielleicht sogar bis 100 Kilometer mit moderaten Sendeleistungen, also alles noch im legalen Bereich. Bei 2,4 Gigahertz wären das also die 100 Milliwatt nach dem LBT, also Listen Before Talk, Verfahren. So ist das zulässig im 868 Megahertz-Bereich, wären es dann nur die, jetzt weiß ich es gar nicht ganz genau, ich glaube, es sind 10 Milliwatt, die dort maximal dann erlaubt sind in der EU. Außerhalb der EU haben wir auch noch das 915 Megahertz-Band und da sind auch die Sendeleistungen dann höher erlaubt. ELRS ist nicht das einzige Funksystem, vielleicht nochmal ganz kurz ein Exkurs, was diese LoRa-Technik hier verwendet. Wir kennen auch Crossfire von TBS oder Ghost oder so etwas. Basiert alles auf demselben, aber inkompatibel zueinander. Gut, jetzt habe ich eben gesagt, man kann also bei dieser Funktechnik aussuchen, sich aussuchen, was man möchte. Man kann also eine sehr große Reichweite erzielen, muss man aber nicht. Man kann das natürlich auch im Nahbereich verwenden. Und das Schöne ist daran, dass man eben gewisse Parameter einstellen kann, um auf die eine oder andere Art und Weise zu kommunizieren. Und was man auf jeden Fall einstellen kann, ist die Rate, also in 1 durch Sekunde, also wie viele Pakete pro Sekunde zwischen den beiden
Modulen hier ausgetauscht werden, also sowohl in der Richtung vom Sender zum Empfänger als auch in der umgekehrten Richtung. Ihr wisst das alle, die Drohnenflieger, das sind ganz flinke Kerle oder Kerlinnen, müsste ich ja jetzt fast sagen. Die sind immer sehr daran interessiert, eine möglichst hohe Rate an Paketen zu haben und auch eine möglichst geringe Latenzzeit, damit sie mit ihren flinken Fingern die Drohnen durch die Tore steuern können. Also das ist schon enorm, was die Jungs und Mädels dort machen. Nichts mehr für mich in meinem fortgeschrittenen Alter, aber die sind darauf aus, hier eine möglichst große Rate zu erzielen. Also das Höchste, was es dort erzielen kann im Moment in 1000 Hertz. Also wir haben maximal eine Millisekunde auf der Funkstrecke Latenz. Natürlich kommt eine Latenz hier durch die Verarbeitung und eine Latenz da im Empfänger noch dazu, aber trotzdem ist es relativ gering. Und in der umgekehrten Richtung können wir also auch eine recht hohe Telemetrierate erzielen. Das geht also so in der Größenordnung mit einer Latenzzeit oder beziehungsweise mit einer Wiederholzeit dann ungefähr so von 200 Hertz in der umgekehrten Richtung. Diese hohen Raten, die sind natürlich dann wiederum nur erzielbar, wenn man bei der Reichweite Kompromisse eingeht. Und das ist das, was ich meinte, man kann sich das aussuchen. Ich werde das nachher nochmal ganz kurz darstellen, wenn ich so ein bisschen mehr auf die konkrete Technik eingehe, wo man das machen kann. Ja, und für die Funktionsmodellbauer ist es dann auch interessant, wie ich finde, dass man also eine hohe Telemetrierate erzielen kann. Ich hatte euch ja mal in früheren Videos, ist jetzt schon zugegebenermaßen einige Zeit her, gezeigt, wie so ein Motion Feedback aussehen kann, dass ich also am Sender praktisch an einem Drehgeber spüren kann, mit welcher Kraft beispielsweise das Servo belastet wird. Also denken wir vielleicht an ein Segelboot, wo wir also die Pinne über ein entsprechendes Servo steuern oder auch meinetwegen die Schoten. Und dann würde man also am Sender merken können mit den Fingern, mit welcher Kraft dort im Modell dran gezogen oder gedrückt wird. Dafür ist eine hohe Telemetrierate ganz besonders interessant und ich finde, das ermöglicht in Zukunft einfach noch ganz tolle Möglichkeiten für den Funktionsmodellbau. Okay, das mal so der eine Aspekt und der andere Aspekt ist, dass ELRS eben auch Open Source ist. Ja, das ist für mich ist das ein ganz wesentlicher Faktor, denn dann haben wir es jetzt zum ersten Mal geschafft, mithilfe von OpenTX respektive EdgeTX und ELRS unsere gesamte Technik hier vom Sender, also von unserem Handsteuergerät, bis zum Empfänger komplett mit freier und offener Software zu versorgen. Wir sind also nicht mehr von dem Goodwill von irgendwelchen Herstellern abhängig und können genau das tun, was wir wollen. Wir können auch, sofern wir dann die Zeit, Lust, Muße und auch das Wissen haben, wir können natürlich diese Dinge auch erweitern, indem wir in diesen Projekten wie beispielsweise EdgeTX oder ELRS mitarbeiten. Okay, gut, dann würde ich euch einfach mal das versuchen, auch in Aktion zu zeigen. Bevor ich das tue, will ich aber noch mal kurz auf eine Webseite hinweisen, wo wir alle Informationen finden. Das ist expressLRS.org. Da bekommt ihr alle Informationen, es ist wirklich sehr gut ausgestattet mit Dokumentation und wir erfahren alles Notwendige. Die Basics versuche ich jetzt euch einfach mal am lebenden Beispiel zu erklären und vielleicht auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, oh, schon wieder was Neues, ich muss mich wieder umstellen, meine ganze alte Technik ist sozusagen obsolet geworden. Das möchte ich gerade nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Okay, zunächst einmal zu
dem, was sozusagen auf uns zukommt. Ups, ich muss da mal umschalten auf das andere Fenster. So, jetzt ist das Video wieder da. Gut, meine alte bekannte RadioMaster habe ich jetzt hier auf dem Tisch. Da habe ich zu dem internen normalen 2,4 GHz Modul in, sagen wir mal, Normaltechnik. Es ist ein 4 in 1 in der alten RadioMaster verbaut, habe ich noch ein ELS-Modul hinzugesteckt. Auch das ist 2,4 GHz Technik, hatte ich vorhin erzählt, denn nur das erlaubt eine höhere Sendeleistung bis zu 100 mW im LBT-Betrieb. Wie gesagt, 868 MHz kann man nur bis 10 mW nehmen. Aber das würde für uns ausreichen als Funktionsmodellbauer. Wir können ja eh keine großen Reichweiten über 1 Kilometer gebrauchen oder nutzen, besser gesagt. Wir sind eher an den geringeren Reichweiten, aber mit zusätzlichen Möglichkeiten interessiert. Also auf die Reichweite kommt es nicht an. Auch bei 10 mW haben wir genügend Reichweite. Das mal vorweggeschickt. Okay. Natürlich geht das auch anders. Dazu werde ich auch noch eine Anleitung machen. Ich habe hier auch mal einen Sender aus dem preiswerteren Segment, die altgediente FlySky, wie heißt sie? I6X, genau. Und da läuft ein etwas angepasstes OpenTX drauf. Habe ich auch schon einige Folgen dazu gemacht. Und hier drin habe ich auch ein externes Modul eingebaut. Allerdings, was heißt extern? Man sieht ja gar nichts. Naja, dazu müsste ich sie jetzt aufschrauben, weil dieses ELRS-Modul, das ist so klein. Das kann man also locker innen reinbauen. Und diese Modifikation ist also für jeden, der ein klein bisschen löten kann, ist das also auch möglich. Ihr habt dann in dieser Anlage auch zwei HF-Module. Einmal das eingebaute mit dem FlySky, mit dem Chip, der also mit dem FlySky-Protokoll kommunizieren kann. Und man kann zusätzlich gewissermaßen extern in Anführungszeichen noch eine ELRS hier einbauen. Also auch diese Anlage hat jetzt zwei Module. Genau. Und dann noch ein Sender, die X12S. Ja, ein etwas in die Jahre gekommener, aber sehr schöner Sender. Da habe ich auch schon mal Touchscreen eingebaut. Und da habe ich praktisch den umgekehrten Weg gemacht wie bei der RadioMaster. Ich habe also hier das interne Modul ausgetauscht und habe da ein ELRS-Modul eingebaut. Das ist nämlich auch ganz lohnenswert, weil diese Fernsteuerung intern zwei, also eine Diversity-Antenne hat. Die liegt hier so in diesem Aufbau hier oben drin. Und diese Diversity-Antenne, die kann dann also auch von dem ELRS-Modul genutzt werden und man hat trotzdem den externen Modulschacht noch zur Verfügung. Okay, das erstmal dazu. Auf der Empfängerseite sieht es auch ganz vielversprechend aus. Da haben wir also, der einfachste Weg ist im Prinzip so einen voll konfektionierten Empfänger zu benutzen mit PWM-Ausgängen. Also man merkt da im Grunde genommen gar keinen großen Unterschied zu irgendwelchen anderen Empfängern. Fasst sich genauso an, fühlt sich genauso an und ist auch im Prinzip genauso benutzbar. Das ist machbar. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Ich habe hier einfach mal ein ELRS-Modul mitgebracht, auch ein Diversity-Empfänger, ein kleinerer, der ist so einmal 2,5 cm groß. Die kleinsten sind einmal 1 cm groß, das ist dann also so etwa so groß wie der Fingernagel von meinem kleinen Finger hier. Die haben natürlich kein Diversity, die haben entweder eine solche Antenne oder sie haben auch eine keramische Antenne, die also so ein klein bisschen hervorsteht, aber eben nicht so eine Kabelpeitsche dann hat. So einen Empfänger habe ich beispielsweise als Sendemodul in diese FlySky eingebaut. Da hatte ich ein Video dazu, da kann man das ganz grob sehen, aber ich mache noch mal ein besseres Video dazu. Steckt also da drin.
Ah, da hat er jetzt was Interessantes gesagt. Er hat einen Empfänger als Sendemodul eingebaut. Das ist ja interessant. Wie kann das denn möglich sein? Naja, das ist im Prinzip dieses Bild hier, weil wir können ja nicht mehr wirklich von einem Sender und einem Empfänger sprechen. In beiden Fällen ist es genau das Gleiche im Grunde genommen. Das war auch vorher schon bei der 2,4 GHz-Technik so, nur da war es ein bisschen anders verpackt. Hier können wir das also wirklich erfahren. Wir können also so jeden ELS-Empfänger auch als Sendemodul und umgekehrt verwenden. Der einzige Unterschied zu den größeren Sendemodulen ist, dass diese größeren Sendemodule vielleicht noch einen Kühlkörper oder so einen Lüfter, hier ist das schon mal vorbereitet, so einen kleinen Lüfter drin haben, vielleicht auch eine externe Stromversorgung, damit wir mit höheren Sendeleistungen senden können. Wie gesagt, in der EU bis zu 100 Milliwatt, außerhalb der EU bis zu 1 Watt HF-Leistung. Und dann können wir also zumindest die eine Richtung von hier nach da mit einer höheren Leistung fahren. Das heißt, steuerbar ist das Modell dann immer noch. Die Telemetrie mag dann vielleicht nicht mehr durchkommen oder nur mit einer sehr geringen Rate durchkommen, aber steuerbar sind wir dann noch. Also dass so eine Drohne mit einem Flight Controller, die ja dann weiß, wo sie ist per GPS, die kann dann auch wieder automatisch nach Hause zurückfliegen. Okay, andere wichtige Informationen, wo liegen wir denn hier preislich? Ja, also so ein käuflicher Empfänger hat die Preislage wie die typischen anderen käuflichen Empfänger. Also je nachdem, wo er das kauft, ist das so in der Regel. Dieser ist ja ein bisschen aufwendiger produziert, der ist ein bisschen teurer, aber das liegt so in der Regel so zwischen 20 und 40 Euro. Diese kleinen Dinge, und das gilt aber auch für das Sendemodul, was ich gerade eben gezeigt habe, ich hole es nicht nochmal her. Die kleinen Empfänger hier, das ist so in der Gegend von 10 bis 20 Euro. Ja, also es sind überschaubare Investitionen. Die Software ELRS an sich, habe ich ja gesagt, ist Open Source, das ist kostenlos. Genau. Ja, zur Benutzung. Ich würde sagen, ich schalte jetzt erstmal hier den Sender ein. So. Kommt, glaube ich, noch gleich ein Failsafe hinterher. Ne, kommt jetzt nicht mehr hinterher. So, und dann schalte ich den. Ah, man sieht es nicht. Schalte ich den Empfänger ein. Also hier oben habe ich einfach nur noch mal Brushless-Controller, der dient aber nur für die Stromversorgung über BEC an den Empfänger. Also es hat jetzt erstmal gar nichts zu sagen. Gut, dann würde ich sagen, schalte ich hier mal ein. Okay. Dann gibt es hier kein Geblinke. Das liegt daran, dass das jetzt automatisch schon gebunden ist. Wobei, jetzt muss ich mal gerade gucken. Sind wir denn Kanal 2? Achso, habe ich ja. Kanal 2 hatte ich hier auf die Inkrementalgeber gelegt. Ihr seht, das Servo dreht sich, weil es gerade ein bisschen verwirrt. Kanal 2 ist vielleicht doof. Das mache ich mal woanders hin. Vielleicht Kanal 4. Dann sieht man das also auch hier. Genau, das ist ein bisschen besser. Okay, das ist schon gebunden und da muss man sagen, das ist schon mal die erste Neuerung oder Änderung gegenüber den traditionellen HF-Modulen. Der Bindevorgang läuft oder sollte anders ablaufen. Wichtig ist erstmal zu wissen, dass wir sozusagen eine zweistufige Zuordnung oder eine zweistufige Zuordnungsmöglichkeit zwischen dem Empfänger und dem Sendemodul haben. Punkt Nummer 1 ist sozusagen eine Passphrase, nennt sich das immer. Ach, das ist schlecht zu lesen.
machen wir das mal so. Eine Binding Passphrase. Das ist also ein, das ist einfach eine Zeichenkette, das könnt ihr euch selber ausdenken, für eure Sendemodule und eure Empfänger. Das ist nicht wirklich ein Passwort, also was man geheim halten muss, sondern es grenzt euch, eure Empfänger, eure Sender einfach nur von den Sendern und Empfängern der Kollegen ab. Also jeder sollte möglichst eine eindeutige, für sich eindeutige Passphrase haben. Denkt euch da was aus, vielleicht macht ihr euer Geburtsdatum da noch mit rein in irgendeiner Form oder was weiß ich. Aber es muss nicht unbedingt geheim sein, darauf liegt nicht der Fokus, sondern der Fokus liegt darauf, dass es für eure Modellwelt, also für eure privaten, für euren privaten Anwendungsbereich, eure Modelle, eure Empfänger eindeutig ist. Ja, also im Vordergrund steht hier die Eindeutigkeit. Das ist wichtig. Ja, und wenn ihr diese Passphrase vergeben habt, dann bindet sich das natürlich gleich automatisch. Das ist so ähnlich wie früher, wo wir einmal diesen Bindprozess durchgeführt haben. Man kann auch mit ELRS einen Oldschool-Bindeprozess machen. Viele ELRS-Empfänger haben dazu gar keinen Binde-Button oder so. Man muss dann dreimal die Stromversorgung an- und abschalten und beim dritten Mal ist der Empfänger dann im Bindemodus. Ihr seht, das ist umständlich und das ist auch echt so extra gemacht, damit wir diese Möglichkeit von dieser Binding Passphrase benutzen. So, das zweite ist sozusagen das Model Match. Also Sender und Empfänger müssen sozusagen die gleiche Modellnummer haben oder gleiche Empfängernummer. Damit verhindert man, dass praktisch, dass nach so einem automatischen Binden man mit den falschen Einstellungen im Sender das falsche Modell steuert. Man muss das nicht machen mit dem Model Match. Man kann das machen, muss man aber nicht. Bei Flugmodellen würde ich das empfehlen, vor allem wenn man sehr unterschiedliche Flugmodelle hat, die unterschiedliche Kanalbelegungen und so etwas haben. Bei den Funktionsmodellbauern mag das möglich sein. Ich habe meistens so in etwa ungefähr das Gleiche an der Kanalbelegung. Da habe ich mir mal so mein Schema entwickelt. Deswegen nutze ich also das Model Match eher selten. Da muss nämlich die Empfänger-ID, die wir im Modell eingetragen haben, die muss übereinstimmen mit dem tatsächlichen Empfänger, mit seiner ID. Und diese Empfänger-ID, die wird ganz klassisch, wie ihr das von den alten Verfahren auch gewohnt sind, hier eingetragen. Okay, das mal so ein bisschen zum Handling. Ich finde das sehr schön. Das funktioniert wunderbar. Ja, wenn etwas anderes, wenn ich den Sender wieder ausschalte, die Konsequenz daraus ist, aus diesem Model Match oder dass ich darauf verzichte, auf das Model Matching, ist, mein Empfänger hat ja jetzt die Verbindung zum Sender verloren. Wenn ich den anderen Sender hier starte, das wollte ich nicht. So, dann ist er hier schon wieder dran gebunden. Ja, das geht also rapzap. Und der Empfänger beschwert sich also nicht, dass er da jetzt den falschen Sender hat. Das ist also wunderbar. Ich finde das eine ganz gute Geschichte. Wie gesagt, man ist abgegrenzt gegenüber anderen Modellbauern durch die Binding Passphrase.
Was auch sehr hübsch ist, das ist aber wieder ein Thema für sich, das ist die Konfiguration von dem Empfänger. Also es sind ja im Prinzip alles Empfänger oder Sendemodule, je nachdem, wie man das sehen möchte. Das geht über drahtloses Netzwerk. Also ihr könnt mit eurem Handy oder mit dem PC ganz normal auf den Empfänger praktisch zugreifen. Das stellt sich dar wie ein Webserver. Also als würdet ihr, ja, da ist ein Webserver drin und damit könnt ihr den Empfänger und auch das Sendemodul konfigurieren. Total praktisch. Handy hat jeder in der Hosentasche. Das ist also wunderbar. Und in diesem Modus, dass man das über drahtloses Wi-Fi-Netzwerk konfigurieren kann, in diesem Modus geht so ein Empfänger ganz automatisch, wenn er sich nicht binden kann. Also ihr lasst einfach alle eure Sender aus, dann blinkt er hier. Je nachdem, manchmal sind es 30 Sekunden, kann man aber auch einstellen oder 60 Sekunden. Und wenn diese 60 Sekunden oder 30 Sekunden vorbei sind, dann stellt er sich sozusagen als Hotspot dar. Ich hoffe, das passiert hier. Bei dem habe ich das ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich genauso funktionieren. Lassen wir den mal ein bisschen da vor sich hin blinken. Okay, jetzt mache ich noch mal an. Nee, ReadyMaster darf ich jetzt nicht anmachen, sonst bindet der sich ja automatisch und dann funktioniert das mit dem Netzwerk nicht. Aber vielleicht machen wir das lieber mal in einem anderen. Ja, ich würde mal sagen, wir machen das lieber mal zu einem späteren Zeitpunkt. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich meine ReadyMaster wieder eingeschaltet. Jetzt ist der auch gebunden. Ja, muss man da hinhalten. So. Genau. Etwas anderes zum Handling ist also, man kann hier ein bisschen was, nee, das wollte ich jetzt nicht, ein bisschen was einstellen. Ihr seht das oder auch seht ihr nicht, doch seht ihr schon. Warum muss man die Lampe vielleicht ausmachen hier? Es ist sehr hell. Da, okay. Ihr seht also hier, da steht 400K, das ist also mit. Das ist schon immer ein bisschen doof. So, jetzt kann man sehen, 400K, das ist die Baudrate, mit der das Handsteuergerät mit dem Sendemodul kommuniziert. Wir haben eine Update-Rate jetzt von 333 Hertz eingestellt. Also bei den Standardmodulen, also Standard 2,4 GHz Technik, sind es 50 Hertz, hier sind es 333 Hertz, geht also schon mal wesentlich schneller, aber das ist nicht Ende der Fahnenstange. Ja, und hier oben steht CRSF. Da steht jetzt also nicht ELRS, sondern da steht CRSF bei den Möglichkeiten für das externe Modul. Ja, also hier tauchen die ganzen Möglichkeiten auf. Aber hier taucht auch CRSF aus. Das ist wichtig, wenn ihr das mit ELRS mal ausprobieren wollt. Verflixt nochmal. Das ist so hell. Ich mache mal eine andere Lampe an. Ah, ich muss immer sehen, dass das nicht ganz so blendet mit dem Display. Okay, da ist also nicht besonders viel einzustellen. Man könnte mit der Bootrate hier noch höher gehen, aber ich lasse das jetzt einfach mal so. CRSF heißt abgekürzt Crossfire. Man hat einfach das Crossfire-Protokoll, also was zwischen dem Sender und dem Sendemodul oder Handsteuereinheit und dem Sendemodul gesprochen wird, das hat man das Crossfire-Protokoll ja wiederverwendet. Crossfire, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist auch ein Hersteller von solcher Long-Range Funktechnik, basierend auch auf dem LoRa-Standard. Die haben so ein Protokoll entwickelt. Das ist so ähnlich wie S-Bus oder S-Port oder SUMD oder wie sie alle heißen, IBUS. Ja, aber dieses Protokoll ist halt mächtiger und es ist in gewissen Möglichkeiten auch erweiterbar. Und da komme ich jetzt praktisch zum letzten Punkt, warum ELRS ja auch für Funktionsmodellbauer sehr geeignet ist, neben der hohen Telemetrierate, ist dieses Crossfire-Protokoll, denn wir können das erweitern
Und das können wir uns für den Funktionsmodellbau zunutze machen. Ich sage das jetzt einfach mal so, ohne das zu begründen. Da kommt später sicherlich in ein oder anderen Folge noch mal ein bisschen mehr. Okay, so. Das war die Geschichte. Wir sind aber jetzt vielleicht leider noch nicht am Ende der Möglichkeiten. Man benötigt, ja, so einige Sachen zu konfigurieren, auch ein Lua-Skript. Das kommt direkt von dem ELRS-Projekt. Und dieses Lua-Skript habe ich hier mal in einen Ordner auf der SD-Karte gemacht. Und das starte ich jetzt einfach mal. Und das ist ein Lua-Skript, mit dem ich da also noch verschiedene Einstellungen machen kann. Punkt 1 ist erstmal hier die Paketrate 333 Hertz. Also die Updates von meinen Knüppeln werden also mit der Geschwindigkeit übertragen. Wir merken das jetzt, also ich würde mal sagen, wir merken das nur, also wenn überhaupt, sehr selten. Ich bin so alt, ich merke das gar nicht mehr so richtig. Wir haben hier eine Telemetrierate von 1 zu 2, das heißt also mit 333 halbe Hertz, also rund 175 Hertz, wird die Telemetrie vom Empfänger zurück übertragen. Und wir haben hier einen sogenannten Switch Mode. 16 Kanäle steht da. Mit Rate 1,5. Also was ich eben erzählt habe, hier stimmt nur. Nee. Ich würde sagen, es ist einfach falsch gewesen. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich das hier eingestellt habe. Also kein Politiker-Speech. Es stimmt mit Einschränkung. Nein, es ist einfach falsch. Die Paketrate für die Kanaldaten sind also nicht 333 Hertz, sondern die Hälfte davon sind also auch die 175 Hertz. Da werden 16 Kanäle übertragen. Es gibt verschiedene Switch-Modi. Warum die Switch-Modi heißen, das ist auch ein bisschen komisch. Das ist historisch von ELRS. Aber wir sehen also, hier werden schon mal 16 Kanäle übertragen. Das ist also wie bei den anderen Modulen, vielleicht mit Ausnahme von iBus, wo 18 Kanäle sind, oder HOT, wo es 32 Kanäle sind. Was wir aber mit der Radio Master und HTX insofern gar nicht so richtig nutzen können. Dann haben wir hier das angesprochene Model Match. Das ist bei mir jetzt aus, hatte ich ja eben gesagt. Wir haben hier die Sendeleistung auf 10 Milliwatt. Die kann ich also hier einstellen. Und was auch interessant ist, wir können hier unten auf Other Devices gehen. Und wenn ich da draufklicke, sehe ich jetzt zunächst einmal einen Eintrag hier, der Radio Master ER8. Das ist dieser Empfänger hier. Und jetzt bin ich also hier mit dem Radio Master Empfänger verbunden zur Konfiguration. Okay, der sendet sogar mit 100 Milliwatt Telemetrie. Macht an der Stelle vielleicht wenig Sinn. Kann ich also auch zurückdrehen auf 25 Milliwatt. Genau, da kann ich alles Mögliche noch einstellen. Und wenn ich jetzt also hier noch einen Flight Controller angeschlossen hätte, was ja meistens der Fall ist, wenn man mit den Drohnen fliegt, dann würden die hier also auch erscheinen. Und das ist eine Konsequenz aus diesem CASF-Protokoll, was ich eben erwähnt habe. Das ist also sehr flexibel. Ich kann also mit an den Empfänger angeschlossenen Geräten, die also sich dahinter sozusagen anschließen. Meistens ist es halt ein Flight Controller. Ich selber habe ja so einen Cruise Controller, sowas selbstentwickeltes. Mit denen kann ich also auch kommunizieren und kann dann dort etwas einstellen. Ja, das ist also sehr gut erweiterbar und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es sich im Funktionsmodellbau auch durchsetzen wird, obwohl wir natürlich diesen Reichweite-Aspekt eigentlich nicht wirklich benötigen. Okay, gut, jetzt habe ich wahrscheinlich relativ lange erzählt. Ich habe tausend Sachen vergessen. Das machen wir dann irgendwann in einer anderen Folge. Gut, ja, also Bottomline, ich wollte euch so ein bisschen die Scheu davor nehmen, das mal auszuprobieren. Ihr müsst ja nicht gleich alles umstellen. Aber mal so zum Ausprobieren ist das ganz nett. Das ist ja auch ein begrenzter finanzieller Aufwand. Und meine persönliche Meinung ist eben, dass aufgrund der
Flexibilität und der Offenheit, also der nicht vorhandenen Herstellerabhängigkeit, das für die Modellbauer ganz besonders interessant ist. Es ist interessant für die Leute, die es einfach nur in Form so eines fertigen Empfängers vielleicht benutzen wollen. Es ist aber auch für die Leute sehr interessant, die, ja, so wie ich, die einfach aus Spaß an der Freude damit rumexperimentieren, was kann man damit alles machen. Und letzte Möglichkeit, das ist natürlich genau wie bei EdgeDX, kann man sich selber in diese Projekte einbringen und Änderungen realisieren. Wie gesagt, es ist Open Source und da sind praktisch alle Möglichkeiten mit möglich. Alle Möglichkeiten sind möglich. Das ist ein bisschen doof ausgedrückt jetzt. Nun gut, okay. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt einen kleinen ersten Eindruck und ich hoffe, es war nicht zu viel. Es wird noch weitere Folgen geben, die so ein bisschen mehr in die Details dann reingucken. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.